Also, jetzt kommen wir in die letzte Phase, langsam. Wir sind jetzt so weit, dass wir den großen Ast ziemlich nah am Stamm abschneiden. Sauberer Schnitt ohne Einriss. Er hat am Ende also ganz schnell nochmal drauf gedrückt, damit das Gewicht von dem Ast nicht die Rinde mitreißt. Wunderbar. Also, jetzt sieht man hier mal nochmal die totale. Vorhin war da noch eine komplette Seitenkrone noch gewesen. Mhm. Jetzt ist es ein einziger Stamm und der wird dann später gerade hoch. Und jetzt kriegt auch der Paraiso-Baum nebendran wieder Luft und kann dann mindestens 15, 20 Meter hochwachsen. Wunderbar. Super. Und da sehe ich gerade noch nebendran, dass er auch dann den kleinen Ast, den er vorhin zum Festhalten benutzt hat, auch noch abschneidet. Ja, der wird nur um die Hälfte eingekürzt, denn wir brauchen ihn eigentlich nur zum Hochklettern, falls wir dann in 2 Jahren das gleiche Spiel weiter oben nochmal wiederholen müssen. Ja, okay. Also quasi, aber auch der wird bis zum Ast, bis zum Stamm sozusagen zurückgeschnitten? Oder nee, nur? Der bleibt jetzt ungefähr 30 cm. Nach dem Motto ist dann quasi ein weiterer Kletter. Ja, ja. Wenn man also mal hochgehen also muss. Ab der Höhe ist gut, wenn man Kletteräste hat. Okay, also wunderbar. Die müssen nicht so groß sein, das reicht eigentlich so 30, 40 cm. Super, wunderbar. Dankeschön.